Ja, hallo. Wie schön, dass du mich hier gefunden hast, hier auf YouTube und hier in der Toskana an diesem wunderschönen Platz. Wieder mal einer. Ich möchte dir jetzt gerne heute den Wasserfall zeigen. Und ja, eigentlich haben wir schon mal überlegt und auch schon Orte besichtigt, an denen ein kleiner Wasserfall ist, aber glaub mir, es war immer zu laut. Drum, da wir jetzt hier in Urlaub sind und Zeit haben, haben wir beschlossen, das Tutorial hier zu drehen. Der Wasserfall ist eigentlich so ein Improvisationsstück, das heißt, im Grunde ist er sehr frei, du kannst ihn immer wieder anders spielen, das ist auch in jeder Tonart relativ einfach und heute habe ich mal, da das ein Anfänger-Tutorial ist, habe ich beschlossen, es in S-Dur zu spielen. Das heißt, alle Klappen sind einfach unten. Und ich zeige heute den ersten Teil des Wasserfalls, wo man wirklich nur drei Finger braucht. Das heißt, du brauchst zwei Finger in der rechten Hand und einen Finger in der linken. Und das ist alles. Und es hört sich nach mehr an, als es ist letztendlich. Als ich den Wasserfall, so wie er auf der CD auch ist, komponiert hatte und gespielt hatte, habe ich die Tondatei einer Freundin geschickt und die hat gesagt, oh Gott, das werde ich nie spielen können. Und ja, wenn man dann weiß, wie es geht, dann ist es gar nicht so schwer. Wenn du Anfänger bist, empfehle ich dir, es wirklich langsam zu spielen. Und ich zeige es jetzt auch mal sehr, sehr langsam, weil es ist eigentlich für mich das nach dem absoluten Anfänger-Tutorial das, wie kann ich schon ein kleines Stück spielen, das toll klingt. Gut, also wir benutzen zwei Finger der rechten Hand und legen die auf E, also S eigentlich, und G. Das heißt, du hast die schwarze Seite dazwischen. Du legst die Finger auf, schaust, dass der Daumen oben ist und der Zeigefinger unten und spielst diese beiden ab. Sobald du das kannst und mit der linken Hand einen Finger nehmen und spielen, kannst du den Wasserfall spielen. Mach ganz, ganz langsam, du musst ihn gar nicht schnell spielen, das kommt von ganz alleine. Das ist der Grund, der Beginn für den Wasserfall. Der Zeigefinger ist auf Rot, auf dem C, und Zeigefinger der rechten Hand auf dem E, unterhalb der schwarzen, und der Daumen auf dem G. Also. Du siehst, ich lege die immer beide wieder auf, also nicht diesen hier mal. Das geht vielleicht eine ganze Weile, aber je schneller du wirst, nein. Gewöhn dir an, den zu spielen, die liegen schon drauf. Und dann kannst du wieder auflegen, alle drei. Ich bin links einen Ton runter gewandert und ich wandere jetzt noch einen runter. Das ist erstmal der Beginn. Ich mache es mal noch mal ganz langsam vielleicht. Jedes kommt viermal. Die bleiben die ganze Zeit hier drauf sitzen. Die bewegen sich gar nicht, diese beiden. Jetzt gehe ich einen runter. Das auch viermal und noch mal einen runter. Bisschen schneller gespielt, hört sich das so an. Und jetzt geht's weiter. Jetzt bist du hier auf dem A oder As gelandet. Ich sage jetzt einfach halber mal, das ist ja die A-Seite. Das heißt, ich bin genau zwischen Rot und Schwarz und auf den gleichen Ton springst du jetzt dann hoch. Ups. Der liegt jetzt über dem Daumen. Es ist genau die Mitte wieder zwischen Rot und Schwarz.
Also ein großer Sprung, lass dir Zeit. Ich mache es nochmal ganz, ganz langsam. Drauflegen, wieder alle drei. Einer hoch und auf die rote. Nochmal. Ich bin den Weg hier runter, viermal rot, viermal das die B, H-Seite, viermal A und danach springe ich hier hoch. Bisschen schneller. So hört sich's dann an, wenn es schon fließender geht. Weiter geht's jetzt. Du spielst die rote, wieder die rote, wieder die rote. Die bleiben ja immer, die sitzen drauf und spielen nach oben ab. Dann die H- oder B-Seite unter der roten, hier auch. Du springst quasi 1, 2, 3, 4. Dann kommt wieder diese A-Seite, 1, 2, 3, 4. Ich spiele es euch mal langsam vor. Okay, jetzt mache ich mal alles zusammen. Kommt der Wechsel, der Sprung. Und wieder hoch. Am Schluss wieder die gleiche Bewegung wie vorher. A, A, B, C. Okay. Das ist schon mal ganz toll, wenn du das kannst. Wir können noch ein kleines bisschen weitermachen vielleicht. Das klingt auch noch total schön. Ich gehe jetzt wieder hier C auf die rote, springe dann nach oben auf die rote, auf die nächste und die übernächste. Hier rutsche ich eine runter. Hier aufs A. Ich glaube, das reicht prinzipiell für heute. Selbstverständlich kannst du alles ausprobieren, du kannst überall hinspringen. Nur lass am Anfang jetzt erstmal, im zweiten Teil verändert sich das auch, aber das machen wir jetzt nicht. Du lässt die beiden einfach hier. Um die musst du dich nicht kümmern, wenn du das mal so drauf hast, dass du die rauflegst. Dann kann dieser Finger springen, wo immer du willst. Du kannst was ganz Neues erfinden. Probier einfach aus, was dir gefällt. Was noch wichtig ist, ist, dass du diese beiden Töne, die immer gleich bleiben, nicht so laut spielst. Das ist so ein bisschen das Plätschern vom Wasserfall. Wenn ich das jetzt sehr laut mache, ist es... Das ist einfach nicht so schön. Überhaupt würde ich dir, wenn du noch nicht lange spielst, empfehlen, leicht zu spielen. Ein bisschen elfenhaft. Ja, ich spiele dir das Ganze, was ich jetzt gemacht habe, noch einmal möglichst langsam vor und ja, schau mal. Eins runter, viermal, wieder eins runter. Und
nochmal das A und dann kommt der große Sprung. Und eins hoch und noch eins hoch. Jetzt gehe ich auf die beiden roten, viermal. Eins runter. Noch eins runter. Und das, was du schon kennst. Eins hoch. Vielleicht möchtest du noch so weit spielen. Rot, rot und hier wandern wir hoch. Dass es halt immer vier Töne sind mit der linken Hand, bevor wir irgendwas anders machen. Zwei, drei, vier. Eine runter. Zwei, vier. Eins, zwei. Du kannst diese Muster, die ich links gemacht habe, natürlich ganz beliebig aneinander reihen, wie du willst, oder deine eigenen erfinden. Es gibt so viele Möglichkeiten. Natürlich kannst du es auch hier oben machen, wenn dir der Klang besser gefällt. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Wasserfall. Okay, ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und es macht dir Spaß und du kannst deinen ganz eigenen Wasserfall kreieren, natürlich auch ganz unten. Und wenn du mal besser und schneller bist, kannst du da viel mehr Gefühl auch reinlegen, entweder was ganz Zartes oder du wirst ganz laut, wie du möchtest. Ja. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel, viel, viel Spaß mit deinem Wasserfall und ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar schreibst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.